Ja, sehr geehrte Zuhörer, ich darf Sie heute herzlich begrüßen zu meinem Thema chronische Nasennebenhöhlen, neue Therapiewege und würde jetzt auch gerne schon mit meiner Präsentation starten. Einmal kurz zur Übersicht. Ich erzähle als erstes was über die Nasennebenhöhlenentzündung, komme dann zur dem Thema, was sind Biologicas, die Indikationsstellung und danach zur Therapie. Nasennebenhöhlenentzündung. Das ist ja sehr weit gefasst. Es kann eine akute sein, eine chronische. Es kann aufgrund von Bakterien entstehen, aufgrund von Viren. Auch wenn längere Zeit Fremdkörper zum Beispiel in der Nase verweilen, kann es dadurch zu einer Nasennebenhöhlenentzündung kommen oder durch Allergien bedingt mit hervorgerufen werden. Es können natürlich aber auch gutartige Neubildungen dahinter stecken oder auch bösartige. Pilze können auch noch ein Thema sein. Und heute behandeln wir die chronische Nasennebenhöhlenentzündung. Kurz zum Überblick. Sie sehen hier einmal ein Bild von einem Patienten, eine Computertomographieaufnahme mit den Nasennebenhöhlen. Seitlich sind sie die beiden großen Augenhöhlen und darunter die Kieferhöhlen mit der Nasenscheidewand in der Mitte und den Nasenmuscheln. Die Kieferhöhlen sind hier beidseits komplett verschattet. Das sehen Sie daran, dass es so gräulich ist und nicht wie oben an den kleinen Stellen, wo es noch belüftet ist, wo schwarz ist. Das heißt, hier sind die Kieferhöhlen und auch Teile der anderen Nasennebenhöhlen verschattet, so wie es eigentlich nicht sein soll. Hier liegt also eine Entzündung vor. Ob die nun akut oder chronisch ist, das kann man nur durch das Bild erstmal nicht sagen, sondern das hängt natürlich auch noch von der Klinik ab. Das heißt, wir unterscheiden also bei einer Sinusitis die akute Sinusitis, die einen zeitlichen Verlauf von ungefähr 12, maximal 12 Wochen definiert ist, von der akut rezidivierenden Sinusitis mit wiederkehrenden Episoden, die mindestens 4-mal im Jahr sein müssen, und der chronischen Sinusitis, die dann ab 12 Wochen betitelt wird. Einmal gibt es diese mit Nasenpolypen oder auch ohne Nasenpolypen. Darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Ich gehe jetzt auf die chronische Sinusitis ein. Die Symptome sind letztlich so eigentlich wie bei der akuten Sinusitis etwas unspezifischer. Sie halten ja auch schon länger an. Nasenatmungsbehinderungen werden beschrieben. Es gibt eine Nasensekretion nach vorne oder auch nach hinten raus. Gesichtsschmerzen sind häufig vorhanden und auch Riechstörungen. Es können zusätzlich immer mal wieder Fieber auftreten und Kopfschmerzen. Die können auch teilweise einseitig sein, je nachdem, wie die ausgeprägte Sinusitis ist. Von der Diagnostik, da kommen natürlich Patienten zu uns. Wir befragen sie erstmal, wie lange bestehen die Symptome? Sind sie saisonal? Sind sie dauerhaft? Welche Symptome sind vorhanden? Wir untersuchen den Patienten, schauen uns die Nase an. klopfen die Nasennebenhöhlen ab. Und wenn das alles darauf hindeutet, dass es sich um eine chronische Sinusitis handelt, würden wir dann auch eine Computertomographie oder eine digitale Volumentomographie veranlassen. Zur Therapie der chronischen Sinusitis. Da gibt man topische Kortikosteroide erstmal, um zu gucken, ob das die Entzündung heruntergeschwollen wird dadurch und die Nase wieder freier wird und sich das löst. Wenn das nichts hilft, würde man dann intervallweise auch Cortison in Tablettenform verabreichen und darunter schauen, ob es darunter zu einer Besserung kommt. Nasenduschen würde man natürlich auch weiterhin empfehlen. Und wenn das die konservative Therapie nicht greift, würden wir dann doch eine operative Sanierung empfehlen.
Zusätzlich kann man dann noch eine antibiotische Therapie vornehmen bei Patienten, die eine chronische Sinusitis haben, ohne Nasenpolypen, mit einem längeren Einsatz zum Beispiel von Clarithromycin beim Versagen der Standardtherapie. Und es gibt noch einzelne Antibiotika, so ganz genau müssen Sie das jetzt auch nicht wissen. Das würde man dann im Einzelfall mit Ihnen besprechen. Bei der chronischen Sinusitis mit Nasenpolypen würde man dann, wenn wieder nach einer OP zum Beispiel wieder Nasenpolypen auftreten, eine längere andauernde Therapie mit zum Beispiel Doxycyclin empfehlen. Die topische Anwendung, also die lokale Anwendung von Antibiotika, ist bei einer chronischen Rhinosinusitis also nicht empfehlenswert. Es gibt dann noch einen Spezialfall von Patienten, die eine Samtatrias haben. Was heißt das? Die haben Nasenpolypen, eine ASS-Unverträglichkeit und ein Asthma bronchiale. Die ASS-Unverträglichkeit oder auch muss nicht nur Aspirin sein, es können auch andere Analgetika sein, wie zum Beispiel Ibuprofen oder Diclofenac. Und in dem Bereich würde man die Patientin einmal untersuchen, ob sie eine ASS-Unverträglichkeit haben. Und wenn diese vorliegt, würde man dann eine ASS-Desaktivierungsbehandlung vornehmen. Das würde unter stationären Bedingungen erfolgen, weil es da immer zu einem anaphylaktischen Schock kommen kann. Und deswegen müssen die Patienten unter stationärer Beobachtung sein, dass man im Notfall auch eingreifen kann. Da würde man das ASS langsam eindosieren und dann so lange geben, bis eine gewisse Grenze erreicht ist. Und dann müssen die Patienten diese ASS-Tabletten ihr Leben lang einnehmen und dürfen das auch nicht einen Tag oder so absetzen. Und das soll dann bei einer chronischen Rhinosinusitis mit Nasenpolypen die Schnelligkeit oder des Auftretens von erneuten Polypen deutlich verringern. Hier sehen Sie einmal auf den zwei Bildern zwei Polypen, wie die aussehen in der Nase. Sind sie dann vorhanden und die würden wir dann so wie hier einmal herauspflücken sozusagen. Was sind denn überhaupt Nasenpolypen? Das sind gutartige Ausstülpungen der Schleimhaut, wachsen häufig gestielt, manchmal aber auch breitbasig in die Nasenneben- und Nasenhaupthöhle. Und können die auch so verlegen, dass man dann durch den Nasengang gar keine Luft mehr bekommt. Die Entstehung war bisher weitgehend ungeklärt. Und jetzt hat man festgestellt, dass häufig bei Patienten mit Nasenpolypen eine Typ-2-Inflammation vorliegt, bis zu 80% in Europa sogar. Was ist das Problem bei den Nasenpolypen, wenn man die operiert? Die haben eine hohe Rezidivrate, wiederzukommen. Das heißt, wir operieren den Patienten und dann kommen die nach, es ist sehr unterschiedlich, muss man sagen, nach ein, zwei Jahren wieder und sagen, sie haben erneut Probleme. Und das ist natürlich für uns und für den Patienten sehr unbefriedigend. Und es kann teilweise bis zu 10 Jahre anhalten, dass wenn wir operiert haben, dass die Patienten beschwerdefrei sind, aber man sagt bei fast 80%, dass die dann nach 12 Jahren wiederkommen und mit Nasenpolypen und erneut Beschwerden haben und erneut operiert werden müssen. Und das ist für die Patienten nicht schön und für uns nicht schön. Und deswegen hat man sich da nochmal Gedanken gemacht. Und jetzt komme ich nämlich zu der neuen Therapieform. Was sind Biologica? Es gibt jetzt Biologica, die man jetzt anstelle einer Operation dann anwenden kann. Das, was heißt Biologica? Biologica sind genetisch hergestellte Arzneistoffe, man sagt auch monoklonale Antikörper dazu, die unter anderem speziell gegen bestimmte Entzündungsbotenstoffe gerichtet sind und diese blockieren können.
Die Medikamente sind, die in der chronischen Nasennebenhöhlenbehandlung eingesetzt werden, sind häufig zum Beispiel schon aus der Asthmatherapie bekannt. Da werden die schon seit längerer Zeit eingesetzt. Jetzt kommen wir nochmal zu der Typ-2-Inflammation, wo diese Biologicals dann wirken würden. Was heißt denn das, diese Typ-2-Inflammation? Die ist charakterisiert durch das Vorhandensein von gewissen Entzündungszellen und den entzündungsfördernden Typ-2-Botenstoffen. Und zu diesen Typ-2-Botenstoffen zählen unter anderem Interleukin 4, 13 und 5. Und ihre Wirkung entfalten die Botenstoffe über spezifische Andockstellen auf Zellen, die sogenannten Rezeptoren. Und diese Rezeptoren für Interleukin 4, 13 und 5 befinden sich auf vielen Zellen, die am Entzündungsgeschehen in der Schleimhaut beteiligt sind. Das heißt, die können dann auslösen, die Entzündungsreaktion zum Beispiel, dass mehr Schleim produziert wird, die Schleimhaut Risse bekommen und es dadurch zum vermehrten Eintritt von Bakterien oder Viren kommen kann. Es zu einer erhöhten Infiltration von Eosinophilen ins Gewebe kommen kann und dadurch auch die Produktion von IgE erhöht wird und es letztlich auch zum Umbau der Schleimhaut kommt und dadurch diese Polypen entstehen. Und jetzt kommen wir wieder zu den Biologicals. Was sind die Biologicals? Aktuell sind 3 zugelassene Medikamente auf dem deutschen Markt. Einmal Dupilumab, Omalizumab, haben wieder ganz komplizierte Namen, Mepolizumab. Und die setzen an diesen unterschiedlichen Signalwegen an. Das Dupilumab verhindert zum Beispiel den Signalweg von Interleukin 4 und 13. Das Omalizumab hemmt die Bildung oder verhindert die Bildung von Immunglobulin E. Und das Mepolizumab hemmt den Signalweg von Interleukin 5. Und dadurch können dann diese Typ-2-Inflammationen sozusagen der Entzündungsweg heruntergesetzt werden. Und man versucht dadurch zu verhindern, dass es zur Neubildung von Nasenpolypen kommt, beziehungsweise teilweise bilden sich diese sogar wieder zurück und dass die Schleimproduktion geringer wird, die Einrisse in der Schleimhaut zurückgehen und die Schleimhaut sich wieder normalisiert. Indikationsstellung. Wer kommt denn überhaupt dafür in Frage? Genau, wir führen natürlich wieder eine genaue Anamnese durch. Das heißt, wir fragen, welche Symptome vorhanden sind, seit wann die Symptome sind, ob es saisonal, dauerhaft ist, also ob zum Beispiel auch Allergien eine Rolle spielen, ob andere Grunderkrankungen vorhanden sind, wie zum Beispiel das Asthma bronchiale, aber auch andere Erkrankungen wie die atopische Dermatitis oder eosinophile Ösophagitis, ob der Patient schon mal operiert worden ist, in welchem Zeitraum das stattgefunden hat oder ob schon mehrere Operationen vorhanden waren, Noxen oder ob die Medikamente auch wirken, die er aktuell einnimmt. Dann untersuchen wir den Patienten, schauen in die Nase, sieht man Nasenpolypen nur auf einer Seite, auf beiden Seiten, wie sieht die Schleimhaut aus, der Nasenrachen ist da frei einsehbar. Das machen wir alles endoskopisch, um das ganz genau auch zu beurteilen zu können. Dann erfolgt, wenn man davon ausgeht, dass wieder eine chronische Sinusitis vorhanden ist, eine Bildgebung wieder mit dem CT oder dem TVT der Nasennebenhöhlen. Man macht einen Riech- und Geschmackstest, eine Rhinomanometrie, um den Nasenfluss einmal darzustellen, ob der normal ist. Und wenn noch nicht erfolgt, auch ein Allergietest. Therapiebeginn, sagt man, oder die Kriterien dafür sind modifiziert nach Euphoria. Das ist eine European Forum for Research and Education in Allergy and Airway Disease, die ein
Kriterien aufgestellt hat, wann Myologica bei einer chronischen Rhinosinusitis mit Nasenpolypen in Frage kommt. Das heißt, wenn zum Beispiel schon eine Nasennebenhöhlen erfolgt ist und es wieder einer zur Rezidivpolyposis kommt. Wenn ein Asthma bronchiale vorliegt und ein Nachweis der Typ-2-Inflammation erfolgt ist, die frustrane Behandlung mit systemischen Steroiden, das heißt, der Patient hat die schon zweimal im Jahr bekommen und hat aber darunter keine wirkliche Besserung erhalten, beziehungsweise die Symptome sind recht schnell wieder vorhanden gewesen. Das Beeinträchtigen des Riechsinns und die Beeinträchtigung der Lebensqualität. Wie kann man das denn erfassen, die Lebensqualität zum Beispiel? Da gibt es einen Fragebogen, der nennt sich SNOT-22-Fragebogen, also Sinusnasal Outcome Test. Und der erfasst die Lebensqualität durch ganz viele unterschiedliche Fragen. Da muss man dann ankreuzen, ob gar keine Beschwerden vorhanden sind, bis ganz ausgeprägt Beschwerden. Und dazu gibt es dann unterschiedliche Punkte und je nach Punktezahl ist dann die Lebensqualität stark eingeschränkt. Die Fragen sind zum Beispiel Drang zum Schneuzen, verstopfte Nase, laufende Nase, Husten, Sekretfluss in den Rachen, dickes, schleimiges Nasensekret, Druck auf den Ohren, Schmerzen oder Druckgefühl im Gesichtsbereich, Probleme beim Einschlafen, nächtliches Erwachen, verminderte Konzentrationsfähigkeit, Erschöpfung und noch viele mehrere. Also es sind letztlich 22 Fragen. Und in Deutschland wurde nochmal zusätzlich ein Dokumentationsbogen entwickelt auf Grundlage von dieser Euphoria-Indikationsstellung, um das nochmal so ein bisschen genauer darzustellen und auch zu erfragen und uns letztlich uns und den Patienten auch nochmal so ein bisschen das leichter zu machen, okay, was müssen wir jetzt eigentlich ganz genau erfassen, was müssen wir genau fragen, damit der Patient wirklich auch einen Therapieerfolg mit diesen Biologicals hat. Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, ist zum einen eine schwere chronische Nasennebenhöhlenentzündung mit Polypen. Das heißt ohne nicht, sondern da müssen Polypen vorhanden sein. Sie müssen über 18 Jahre alt sein. Es muss eine Dauertherapie mit einem intranasalen Corticosteroid erfolgen und letztlich, das fasst es nochmal zusammen, keine ausreichende Kontrolle mit systemischen Corticosteroiden und oder einem chirurgischen Eingriff bei Dupilumab und Mepolizumab sein und keine ausreichende Kontrolle durch intranasale Corticosteroide bei Omalizumab. Also da ist ein kleiner Unterschied zwischen den Medikamenten, was da die Voraussetzungen sind zum Therapiestart. Dann gibt es noch Indikationskriterien, die modifiziert sind bzw. eine Anlehnung an Einschlusskriterien der Zulassungsstudien sind, also optional. Und da wird dann beschrieben nochmal genau, dass das intranasale Steroid über 8 Wochen eingenommen werden musste vorher, dass man sich die nasalen Polypen in der Nase nochmal genau anschaut, ob da jeweils 2 sichtbar sind oder mehrere oder keine. Dann, ob schon mal eine Nasennebenhöhlenentzündung vorlag mit Polypen, die operiert wurde oder nicht und wenn, wie viele und in welchem Zeitraum. Die Behandlung mit systemischen Corticosteroiden in den letzten 2 Jahren oder das Fortbestehen auch von den Symptomen, das heißt, man fragt den Patienten wieder nach einer Nasenatmungsbehinderung, nach einem Sekretfluss nach vorne oder nach hinten, ein Gesichtsdruckschmerz und auch eine Riechminderung. Und dann gibt es noch andere visuelle Analogskalen, die visuelle Analogskala, also nasale Symptome, die der Patient dann auch nochmal befragt wird. Dann den Lebensqualitätsfragebogen, den SNOT-22
Und bei Omalizumab ist dann eine Besonderheit, da wird nochmal der Gesamt-IgE-Wert bestimmt beim Patienten. Und dann gibt es noch Unterstützungsdokumentationen wie Komorbiditäten. Das heißt, wenn beim Patienten zum Beispiel ein erhebliches OP-Risiko vorliegt, dass man sagt, okay, wir können den Patienten nicht nochmal operieren, das würde also das Risiko deutlich übersteigen, den Nutzen, dass man dann sagt, okay, man würde da eher dazu tendieren, zum Beispiel ein Biologiker zu geben. Oder auch ein erhöhtes Risiko für die Anwendung zum Beispiel von systemischen Corticosteroiden vorhanden ist, bei Diabetes mellitus oder beim Ulcus duodeni. Dann schaut man, ob Zeichen der Typ-2-Inflammation zum Beispiel vorhanden sind, wie bei Patienten, die schon zum Beispiel schon ein Asthma bronchiale haben oder eine eosinophile Ösophagitis oder eine atopische Dermatitis. Und man untersucht auch einmal, ob das Analgetika-Intoleranzsyndrom vorliegt. Dann würde man nochmal ganz genau gucken, okay, wie häufig wurde das systemische Corticosteroid verabreicht, in welchem Zeitrahmen ist die Rezidivpolyposis aufgetreten und nach einer Nasennebenhöhlenoperation. Und erfolgte die adaptive Aspirin-Aktivierung? Hat es funktioniert oder gab es zu viele Nebenwirkungen? Toleriert der Patient das nicht oder hat es einfach nicht angeschlagen? Und dann sind noch weitere genau optionale Untersuchungsergebnisse wie im Blutnachweis die Eosinophilie und was aber auch sinnvoll ist, das histologische Präparat, was aufgearbeitet wird, auch auf Eosinophilie untersuchen zu lassen. Wenn das alles erfolgt ist und die Indikation steht, dann würden wir eine Therapie einleiten. Das heißt, man leitet dann also eine Therapie mit Biologicals ein, wenn also eine schwere, unkontrollierte Form der chronischen Sinusitis mit Nasenpolypen vorliegt beim erwachsenen Patienten, die eine Therapie mit intranasalen Corticosteroiden bekommen. Hatte ich ja vorhin schon einmal erwähnt, da gibt es ja unterschiedliche Medikamente oder Wirkstoffe. Hier haben wir das Dupilumab. Das hemmt also den Interleukin 4 und 13 Signalweg, ist für die chronische Sinusitis seit 11/2019 zugelassen in Deutschland. Es besteht schon eine Zulassung für die atopische Dermatitis, Aspa, Prurigo nodularis und eosinophile Ösophagitis. Das heißt, es ist also kein neues Medikament, sondern es war schon auf dem Markt und man hat jetzt herausgefunden, dass es auch bei der chronischen Sinusitis mit Nasenpolypen wirkt. Die Anfangsdosis liegt bei 300 Milligramm und würde man dann alle 2 Wochen subkutan injizieren. Die Erstversorgung macht man natürlich immer beim Arzt, um auch zu gucken, dass keine allergische Reaktion entsteht, dass der Patient das Medikament gut verträgt. Und dann je nach Handhabung und Compliance vom Patienten kann man das dann auch dem Patienten ist so eine Fertigspritze mit nach Hause geben, dass er sich das selber injiziert. Häufigste Nebenwirkungen sind sowas wie Reaktion an der Injektionsstelle, Erythem, Ödem, Juckreiz, Schmerz, Schwellung, Konjunktivitis, allergische Konjunktivitis, Atralgie, oraler Herpes und Eosinophilie. Das muss man aber vorher noch mal ganz genau mit dem Patienten durchsprechen, was hat er noch für andere Beschwerden und könnte das durch dieses Medikament verstärkt werden? Das geht man dann im Einzelnen durch. Beim Omalizumab, das bindet ja an das Immunglobulin E und hemmt dieses dadurch. Das ist seit August 2020 für die chronische Sinusitis zugelassen, auch mit Nasen. Polypen.
ist seit 2005 zum Beispiel schon in der Behandlung vom allergischen Asthma zugelassen, seit 2013 für die chronische spontane Urtikaria. Was sie da nicht so gesagt hat, ist teilweise sogar auch für jüngere Patienten und nicht nur für Erwachsene schon in den anderen Bereichen zugelassen. Die geeignete Dosierung erfolgt dann durch die Messung von dem IgE beim Patienten und nach Körpergewicht und würde dann je nachdem eingestellt werden. Das ist dann individuell. Die häufigsten Nebenwirkungen werden hier als Kopfschmerzen, Schwindel, Arthralgie, Schmerzen im Oberbauch und Reaktion an der Injektionsstelle beschrieben. Also auch relativ unspezifisch und auch keine drastischen Nebenwirkungen, sowas wie allergische Reaktionen auf das Medikament oder den Nebenwirkungen von den Nebenwirkungsstoffen muss man natürlich wieder vorher einmal überprüfen. Das Mepolizumab hemmt den Signalweg von Interleukin 5 und ist seit 1221 zugelassen für die chronische Sinusitis mit Nasenpolypen und wird 100 Milligramm subkutan verabreicht alle 4 Wochen. Ist zusätzlich zugelassen schon für die eosinophile Granulomatose mit Polyangitis und hypereosinophiles Syndrom. Die häufigsten Nebenwirkungen waren hierbei den Patienten mit chronischer Sinusitis angegeben, Kopfschmerzen und Rückenschmerzen. Jetzt muss man natürlich gucken, wenn man das Medikament oder die Medikamente gibt und sich für eins entschieden hat, ob die überhaupt wirken. Ne? Das sollte man spätestens nach 6 Monaten einmal überprüfen. Und letztlich überprüft man das so, wie man die Indikation auch gestellt hat, natürlich mit zum einen hat die Lebensqualität sich verbessert bei ihm, beim Patienten, ist das Riechvermögen besser, sind die Polypen kleiner geworden, gleich geblieben, Verbesserung von Komorbiditäten, zum Beispiel wie das Asthma bronchiale, ist das auch rückläufig, Reduktion der oralen Steroidgabe, muss man die überhaupt noch geben oder kann man sie ganz weglassen? Und das macht man zum Beispiel durch einen Riechtest oder eine rhinologische Funktionsdiagnostik und einen Lungenfunktionstest. Und was ist die Conclusion sozusagen der neuen Therapie? Also was sind Biologica? Sie greifen also in den Typ 2 Inflammationsmechanismus ein und blockieren diesen auf unterschiedliche Art und Weise. Deswegen muss man auch schauen, wenn das eine Medikament nicht unbedingt so wirkt, ob man dann nochmal ein anderes ausprobiert. Und das Gute an diesem Medikament ist natürlich, dass sie die Ursache bekämpfen und nicht nur wie vorher die Symptome behandeln. Also bei der Nasennebenhöhlenchirurgie erweitern wir die Zugänge der Nasennebenhöhlen, entfernen die Nasenpolypen, was auch sinnvoll ist, gerade beim ersten Mal. Aber wenn immer wieder Polypen auftreten und ist das Problem natürlich, dass wir durch die Nasennebenhöhlenchirurgie die Polypen nicht komplett beseitigen, sondern die Schleimhaut ja weiterhin krank ist. Und in dem Fall würden wir dann diese Biologicas einsetzen bzw. kommen dann in Frage. Und würden dann mit Ihnen das ganz genau besprechen, Ihnen auch diese ganzen Fragen, die wir jetzt gerade durchgegangen sind, mit Ihnen durchgehen, Sie füllen die Fragenbögen aus und dann kommt man letztlich zum Schluss, okay, könnte bei Ihnen das wirken oder nicht? Was muss man wissen? Die Biologicas sind aktuell noch so, dass man die lebenslänglich einnehmen muss. Das heißt, das ist keine Therapie, die man mal für 4-6 Wochen gibt und dann ist alles gut. Sondern aktuell ist der Stand, dass man die lebenslänglich gibt. Und vielleicht ist es in 1-2 Jahren, dass noch andere Biologicas auf den Markt kommen, die man vielleicht auch nochmal spezifisch auf bestimmte Interleukine wirken und die dann noch ein weiteres Spektrum von Patienten einschließen und wir ihnen dadurch dann noch besser helfen können, was unser Ziel ist.
Das war mein Vortrag. Hier ist noch einmal die Literaturliste, aus der ich mich bedient habe. Und ich bedanke mich recht herzlich für Ihr Zuhören. Falls Sie Fragen haben, können Sie die gerne stellen. Ich schaue einmal nach, ob schon welche da sind. Genau. Hier war die Frage, was bitte ist eine Typ-2-Inflammation? Genau, das hatte ich ja versucht zu erklären in meinem Vortrag, dass das eine Inflammation von unterschiedlichen Entzündungsmechanismen ist, von Interleukinen, wo unterschiedliche Zellen, Rezeptoren eine Rolle spielen, von Interleukin 4, 13 und 5 zum Beispiel, die dazu bewirken, dass die Schleimhaut sich verändert und es zum vermehrten Schleimhautbildung kommt, beziehungsweise es zu Einrissen in der Schleimhaut kommt, sodass leichte Bakterien und Viren eindringen können in die Schleimhäute und es dadurch zu Entzündungen kommen kann. So, dann die weitere Frage. Gehen ausgeprägte Nasenpolypen durch Biologikatherapie auch vollständig zurück oder sollte zunächst eine operative Sanierung erfolgen und dann die Neubildung unterbunden werden? Genau, also aktuell ist der Stand, dass wenn keine Kontraindikationen für eine operative Sanierung beim ersten Mal sprechen, würden wir noch empfehlen, dass wir zunächst eine operative Sanierung vornehmen. Weil zum einen ist es so, dass man die große Anzahl von Polypen entfernt und sie direkt eine Verbesserung spüren. Und bei einigen Patienten dauert es ja auch wirklich bis zu 10 Jahre, bevor überhaupt wieder Polypen entstehen. Und bei 20% sind sozusagen geheilt. Das heißt, da würde man als erstes die Nasennebenhöhlenoperation empfehlen. Und wenn dann wieder Polypen entstehen, dann muss man nochmal besprechen, wie es weitergeht, weil die Biologicas halt wirklich aktuell lebenslänglich genommen werden müssen und natürlich auch Nebenwirkungsrisiko haben. Deswegen würde man das aktuell so vorgehen. So. Dann. Nach welchen Kriterien entscheidet man zwischen den drei Biologicas? Genau. Also das ist wirklich individuell vom Patienten zu Patienten. Es hängt einmal zum Beispiel davon ab, ob sie andere Komorbiditäten haben, ob zum Beispiel ein Asthma bronchiale vorliegt oder nicht. Man kann zum Beispiel, wenn man den IgE-Wert bestimmt und der extrem hoch ist, würde man zum Beispiel eher zum Omalizumab tendieren als zu den anderen beiden. Aber das hängt auch vom Nebenwirkungsprofil, würde man mit Ihnen einmal durchgehen, okay, was für Risiko hätten Sie, wo sind da die größten Nebenwirkungsrisiken, bei welchem Medikament? Und das würde man dann einmal auch häufig in Zusammenarbeit, zum Beispiel, wenn Sie ein Asthma bronchiale haben, mit Ihrem Lungenfacharzt entscheiden und da auch sich rücksprechen. Also da sollten die Hals-Nasen-Ohrenärzte und die Lungenfachärzte auf jeden Fall zusammenarbeiten. Davon hängt das letztlich ab. Warum gibt es für Patienten mit chronischer Sinusitis ohne Polypen so wenig Behandlungsansätze? Weil die Forschung da letztlich noch nicht so weit fortgeschritten ist, muss man ganz ehrlich sagen. Da sind wir auch so ein bisschen, stehen wir auch so ein bisschen und hoffen, dass es jetzt vielleicht durch die Biologicals und diese Neuentdeckung des Typ-2-Weges vielleicht auch für die chronische Sinusitis ohne Polypen möglicherweise bald neue Therapieoptionen gibt. Aktuell gibt es die leider nicht und dann muss man noch den altbewährten Weg gehen. Wie beschrieben von vorhin. Kann man bei Ihnen direkt einen Termin vereinbaren oder muss die Überweisung vom HNO kommen?
Keywords muss man da angeben. Ja, also man kann bei uns einen Termin vereinbaren, aber es wäre schön, wenn das über Ihren Hals-Nasen-Ohrenarzt erfolgt, weil wir genau keine eigenständige Praxis sind und wir auch gerne immer mit den niedergelassenen Hals-Nasen-Ohrenärzten zusammenarbeiten. Das ist letztlich meistens ganz unproblematisch. Sie sprechen Ihren Hals-Nasen-Ohrenarzt darauf an. Die sind immer ganz meistens auch ganz zufrieden, wenn da nochmal jemand anderes mit drauf schaut und wir sie beraten können, ob das bei ihnen Sinn macht oder nicht und auch welches Medikament. Würden wir uns sehr freuen. Genau, Keywords beim Anruf gerne sagen, dass sie als Keyword Biologica-Therapie in Erwägung ziehen oder da gerne zu beraten werden möchten. Genau. Ich bedanke mich für die ganz vielen Fragen und Informationen.